Hey Leute, was geht? Heute geht's noch einmal um ein kleines Easter Egg in GTA 5 und zwar, dass die Stadt Liberty City aus GTA 4 auch seinen Weg in GTA 5 gefunden hat. Zwar jetzt nicht auf diesem Weg, dass man diese Stadt noch einmal betreten kann, allerdings ist diese Stadt in einem Film vertreten und zwar nennt sich dieser Film nämlich Meltdown, übersetzt heißt das Ganze der Zusammenbruch. Den meisten von euch wird dieser Film, denke ich, etwas sagen, der die Story von GTA 5 gespielt hat und zwar war das nämlich der Film, in dem Michael, nämlich Solomon Richards, geholfen hat, diesen Film zu produzieren, an diesem Film dann zusammen mit ihm gearbeitet hat, um ihn dann später zu veröffentlichen. Und nach der Mission, wo nämlich die Premiere des Films stattfindet, kann man diesen Film in jedem Kino zwischen 18 und ungefähr 23 Uhr dann sehen. Und dieser Film zeigt dann eben diese ganze Stadt aus GTA 4, also Liberty City, noch einmal und zeigt natürlich bekannte Einrichtungen, wie zum Beispiel das Get Alive Gebäude oder zum Beispiel den Broker Pier mit dem geschlossenen Freizeitpark oder auch zum Beispiel die Statue of Happiness. Das sind alles so einige Sehenswürdigkeiten, die diese Stadt dann eben vorzuweisen hat und die kann man dann eben alle in diesem Film noch einmal begutachten. Es werden dann natürlich auch andere Stationen wie zum Beispiel der Times Square oder der Broadway gezeigt, ich weiß jetzt nicht genau wie diese Straßen auch in GTA 4 hießen oder zum Beispiel auch die Kopie vom Central Park. Der Film an sich ist meiner Meinung nach etwas witzig gestaltet, ist allerdings jetzt keine wirklich tiefgehende Story, es ist nämlich nur ein kleiner Film, den Rockstar Games in diesem Spiel noch einmal eingebaut hat, ist allerdings recht unterhaltsam, sollten sich auf jeden Fall alle Leute mal ansehen, die Story dann so weit gespielt haben, bis sie dann die Premiere gesehen haben. Der Film geht, denke ich, ungefähr 10 Minuten lang, allerdings fand ich schon recht erstaunlich, dass dieser Film überhaupt in Kinos zu sehen ist. Ich weiß, die meisten Leute gehen überhaupt nicht ins Kino und schauen auch überhaupt keine Filme an, genauso wie ich. Allerdings, als ich dann gesehen habe, dass eben dieser Film dann produziert ist, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser Film auch tatsächlich sichtbar ist in den Kinos. Ich habe ganz ehrlich gedacht, das wäre eigentlich nur ein Scherz von Rockstar Games, dass man diesen Film in Kinos mal sehen kann. Aber es ist nicht so, man kann halt diesen Film Der Zusammenbruch auf Deutsch gesagt, beziehungsweise Meltdown auf Englisch gesagt, auch in den Kinos sehen. Wie gesagt, zwischen einer Uhrzeit von 18 bis 23 Uhr in jedem Kino und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert für alle Leute, die die Stadt Liberty City noch einmal sehen wollen. Bei dieser Stadt handelt es sich nicht um eine überarbeitete Version. Ich denke, sie haben schon die originalen Texturen und so weiter von GTA 4 genommen für diesen Film, da ich nicht denke, dass Rockstar Games sich tatsächlich die Mühe macht, eine komplett neue Stadt für einen einzigen Film zu entwickeln, die man dann noch nicht einmal betreten kann. Aber ich ehrlich gesagt finde es natürlich wieder cool, dass Rockstar Games solche kleinen Easter Eggs natürlich in das Spiel einbaut, die das Spiel ein bisschen unterhaltsamer wieder machen und dass dieser ganze Film halt in Liberty City spielt, da kann man natürlich wieder einmal zurückschauen an die alten Zeiten, wie zum Beispiel auch die Sehenswürdigkeiten, die Statue of Happiness, das Get Alive Building oder zum Beispiel die Kopie des Empire State Buildings, das alles hat halt eben diese Stadt noch sehr ausgezeichnet und jeder, der die Stadt noch einmal in GTA 5 kurz sehen möchte, der sollte sich diesen Film einfach mal kurz anschauen. Das war's dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!